Es dauert nicht mehr lange und dann ist Weihnachten. Und deswegen stimmen wir uns jetzt hier heute im Backstage Talk schon etwas ein mit einer Band, die jedes Jahr Weihnachtskonzerte spielt. Herzlich willkommen, Christoph und Sandra von Just Is. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ihr spielt in jedem Jahr im Forum Wegberg die sogenannte Sternennacht. Was erwartet die Besucher in diesem Jahr? Ja, ein breit gefächertes Musikprogramm mit Titeln, die man so eigentlich nicht häufig auf der Bühne in dem Sinne so hört. Das heißt, wir machen nicht nur jetzt nur Weihnachtsmusik, sondern wir mischen das Ganze sehr spannend auf, haben auch tolle Features da, unter anderem zum Beispiel eine Teilnehmerin von Voice of Germany Kids, genau, okay. Marie Wegener, die haben wir dazu geholt auch und noch andere spannende Features sind. Ihr habt ja den Anspruch, dass die Sternennacht jedes Jahr irgendwie ein bisschen anders ist, ne? Habe ich gelesen. Und jedes Jahr immer ein bisschen in eine andere Richtung geht. Was ist das so dieses Jahr? Kann man das so ein bisschen beschreiben? Irgendwie eine bestimmte Richtung? Ja, eine bestimmte Richtung kann man so eigentlich nicht sagen. Wir haben immer von allem ein bisschen dabei. Wir machen wohl eigentlich jedes Jahr ein komplett neues Programm. Also es gibt dann bis auf ein, zwei Ausnahmen eigentlich nur Songs, die man noch nicht gespielt hat. Okay. Und insofern ist es halt wieder was Neues dann. Aber schon auch die typischen Weihnachtslieder, oder nicht? Es gibt auch immer ein paar Weihnachtslieder, klar, das gehört dazu. Es gibt ja viele Weihnachtskonzerte dieser Art. Ne? Es gibt hier Silent Night, die Christmas Classics, also überall sind Weihnachtskonzerte. Was macht jetzt die Sternennacht so besonders? Was hebt die Sternennacht jetzt ab von den anderen Konzerten? Was bei uns sehr interessant ist, sind, wie gesagt, also die Features, die wir eben jeweils dabei haben. Aber ich glaube auch unsere speziellen Arrangements, über die wir uns auch viel Gedanken machen. Und ansonsten überlegen wir uns natürlich auch, welche Show-Elemente, wie kann man es aufbauen, wie kann man es auch verkaufen, also nicht nur zu spielen oder zu singen. Na, das sind eben so die Sachen, die wir ausarbeiten gemeinsam. Ihr habt uns jetzt ja auch eins mitgebracht, ne? Also insgesamt zwei Songs und den ersten davon hören wir jetzt. Und wir haben ihn eben aufgezeichnet und den dürft ihr jetzt selber anmoderieren in diese Kamera. Ja, es gibt jetzt ein Akustik-Cover von Jackson 5, Blame It on the Boogie. Just Is mit einem Cover von Blame It on the Boogie. Das ist jetzt aber kein Weihnachtslied, oder? Ist trotzdem ein Song, der auf der Sternennacht dann auch gespielt wird, oder? Genau. Also das ist ein Auszug davon, eines Medleys im Prinzip. Wir haben auch ein paar Medleys zusammen geschneidert. Okay. Und wir wollen ja auch Stimmung verbreiten. Wir wollen ja auch, dass die Leute tanzen, dass die nicht auf den Stühlen sitzen bleiben und sagen, okay, nur zum Konzert, sondern die dürfen richtig feiern mit uns und Party machen. Das ist auch wichtig. Ihr spielt ja quasi zwei Konzerte, ne, an zwei Terminen. Warum nur zwei? Warum nicht mehr? Ich glaube, das hängt davon ab. Also ich bin ja selber noch nicht so lange. Ich bin jetzt das dritte Jahr in der Band. Ich weiß nicht, wie lange gibt es denn die Sternennacht? Seit 2010. Genau. Ja. Also ich denke, dass es auch mitunter daran liegt, wie lange ist das Ganze eben schon. So lange ist es ja noch nicht, ne, in dem Fall. Und es ist aber schon geplant, dass wir dann auch künftig ein drittes Konzert dranhängen wollen. Und so ein bisschen peu à peu aufstocken. Ihr spielt ja das zweite und das letzte Konzert dann quasi einen Tag vor Heiligabend, ne? Am 23.12. Mhm. Wie ist das dann am Heiligabend? Ist man dann total kaputt irgendwie oder ist man vielleicht sogar viel mehr in Weihnachtsstimmung als vielleicht auch dann andere Leute? Wie verbringt ihr dann diesen Heiligabend? Wie ist das nach diesem Konzert? Also bei mir ist es ja so, dass meine Familie ja in Bayern wohnt. Und das ist für mich dann schon so das Finale und ich freue mich dann halt, es ist sehr emotional für mich tatsächlich, weil dieses ganze stressige Jahr von mir abfällt,
So geht es ja vielen vermutlich auch, die dann, dann Urlaub haben oder so, ne? Und bei dir? Oh ja, bei mir ist Heiligabend immer zweigeteilt, weil ich bin immer jemand, der spät Weihnachtsgeschenke kauft, ne? Und das bleibt dann oft dann noch für den 24. Ach übrig, Quatsch, dass ich das das geht ja erledigen nicht. muss. Insofern, und am 23. wird es natürlich dann spät. Ihr habt uns noch einen zweiten Song mitgebracht und der ist ein bisschen weihnachtlicher, ne? Ja, der nächste Song ist Halleluja von Alexandra Burke. Maybe there's a God above, but all I have learned from life was how to shoot somebody who walked through it. It's not a cry that you hear at night. Just ist mit Halleluja. Das Gute ist, dass unsere Zuschauer jetzt Tickets gewinnen können für die Sternennacht. Den Termin darf man sich aussuchen. Wir verlosen zweimal zwei Tickets für die Sternennacht. Aber natürlich wie immer nicht einfach so, sondern es muss eine Frage beantwortet werden, die ihr jetzt in diese Kamera stellen dürft. Wie lange bin ich denn jetzt schon bei Justice dabei? Ja, wer die Lösung weiß, der schickt einfach eine E-Mail an quiz@city-vision.de. Ganz wichtig, den Wunschtermin nennen, ob am 19., ne, 19. oder am 23., also für welchen Termin Sie die Tickets haben möchten. So, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch ganz, ganz, ganz viel Spaß zu wünschen bei den Sternennächten. Danke. Vielen Dank. Und danach ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins wünsche neue euch Jahr. Ebenso. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Backstage Talk. Tschüss.